Hallo YouTube, hallo Freunde des Let's Plays, euer Swarty mit der 145. Ausgabe Race 07. Ein kurzer Blick auf den Zwischenstand in der Meisterschaft. 5 Rennen vor Schluss, Station 32 heute von insgesamt 36. 50 Punkte sind noch zu holen, 45 haben wir Vorsprung. Vielleicht können wir heute den Sack zumachen. Wer weiß, wer weiß. Wir werden uns auf jeden Fall anstrengen. Das nächste Rennen ist übrigens eins, auf das wir uns alle schon freuen. Denn die Nordschleife steht vor der Tür. Also heute geht es hier nach Falkenberg, nach Schweden, um genau zu sein, in die Gemeinde Bergagard, welches 10 Kilometer östlich von Falkenberg liegt. Die Strecke wurde 1967 eröffnet. Zuvor, 1952 bis 1964, ist man bereits hier rund um Falkenberg Rennen auf einem 4 Kilometer Straßenkurs gefahren, so wie das eben damals so üblich war, wobei in den 50ern war das eigentlich nicht mehr so üblich. 1964 hat man sich dann entschlossen, lass uns doch mal eine Rennstrecke bauen. Diese ist dann etwa 1,8 Kilometer lang geworden und wurde in 4 Monaten vor allem von freiwilliger Hand erbaut. Die Strecke ist sehr klein geraten, 1843 Meter hat die heutige Variante, die ist aber schon 10 Meter länger als die ursprüngliche Variante. Und zwar 2004 wurde die erste Kurve umgebaut zu einer Schikane, weil die Strecke zu schnell war und Sicherheit und so. Deswegen hat man die erste Kurve umgebaut zu einer Schikane, dadurch auch ein wenig Auslaufzone gewonnen im Vergleich zur alten Kurve. Insgesamt kommen hier 2300 Zuschauer hin, also 1000 fixe Zuschauerplätze plus 1300 mobile. Das ist also wirklich relativ wenig. Das war eine sehr beliebte Strecke irgendwie in Schweden. Die STCC gastiert auch hier, also die schwedische bzw. heute skandinavische Tourenwagenmeisterschaft. Die Formula 3 ist hier das Eröffnungsrennen gefahren auf der Strecke 1967. Ist die schnellste Strecke von Schweden. Die ist auch wirklich ziemlich zügig. Hat einige Tiefen erlebt. Man war irgendwie ein paar Mal pleite. Es war gehalten, also wie gesagt, von freiwilliger Hand gebaut. Es war aber gehalten hier vom lokalen Motorsportclub in Falkenberg. Die hatten irgendwann dann keine Knete, mussten verkaufen. Der neue Besitzer musste dann ebenfalls verkaufen, weil pleite. Dann hat es die Stadt gekauft und das eben unter der Bedingung von wegen, der Club wird schon zurückkaufen, wenn er das Geld hat, wenn die Kassen wieder etwas voller werden. Und dem war dann auch so, nachdem die STCC hier eingezogen ist, war das mit dem Zuschauerandrang wieder etwas besser. Wobei, wie gesagt, 2300 Plätze ist jetzt nicht so viel. Aber die Strecke ist ganz interessant, sehr hügelig für so eine Flunder wie den Pagani Zonda. Da könnte man eher so einen Offroader gebrauchen, mit dem dürfte das hier wahrscheinlich deutlich besser gehen. Wir schauen mal rein. Es ist trocken, es bleibt trocken. Natürlich, warum auch nicht? Dann nehmen wir mal unser Falkenberger Setup. Ist nicht großartig verändert gegenüber Standard. Schauen kurz ins Boxenmenü. Rundenzeiten hatte ich jetzt gerade irgendwie 42 Sekunden, 42,7. Wir fahren also ungefähr 125 Runden. So Daumen mal Pi, vielleicht wären es 120, 115, je nachdem wie die Standzeiten aussehen. Wir bleiben bei 3 Stops. 85 Liter füllen wir pro Stint ein. Wir haben insgesamt ungefähr 320 Liter Verbrauch bei einem Reifenverschleiß von ungefähr 150, 160, 170 Prozent. Irgendwo so dazwischen wird es sich einpegeln. Also die 3 Stops sind nötig aufgrund der Reifen. Spritmäßig hätten wir ein bisschen Luft. Wir starten von relativ weit hinten, weil wir das letzte Rennen nicht beendet haben. Im Brands Hatch haben wir, glaube ich, was haben wir denn gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir das Rennen im Brands Hatch nicht beendet, weil wir waren ja hier in Falkenberg und haben uns im Driften versucht, was mehr oder weniger, sagen wir eher weniger gut ging. Aber dieses Auto sollte jetzt nicht driften, das sollte einfach geradeaus fahren, beziehungsweise natürlich den Kurven folgend. Den Start verschlafen. Die KI steht auf 105%. Ich dachte, das ist hin und ausreichend, weil das Überholen hier ist katastrophal. Da gibt es andere Strecken, die sind ja, also Monaco oder sowas ist da noch richtig großzügig gegen. Dadurch, dass es hier so hügelig ist, hat man eigentlich keine wirkliche Chance, irgendwo dran vorbeizugehen. Du musst die ganze Zeit darum kämpfen, dein Auto
mit aerodynamischem Abtrieb zu versorgen. Die Curbs tun ihr Übriges, wie man gerade sieht, der R8 wäre fast abgehoben. Oh, ein bisschen zu weit im Sandkasten gespielt. Sorry. Au! Mist. Ein eigener Fehler. Der hat ganz schön früh gebremst, der Audi. Aber ich nicht früh genug. Mit dem Salen hier drauf gefahren bin. Diese Stelle hat es echt in sich. Über diese Kuppe untersteuern ohne Ende. Es sei denn, man wird von einem Matic aufgehalten. Der ist so langsam. Da brauchst du ums Untersteuern keine Sorgen mehr machen. Ja, Falkenbergs Motorbahner sind schon wirklich sehr amüsant. Ist halt eine verdammt kurze Strecke, aber ihr wisst ja, ich liebe dieses schwedische Scheißerchen. Allen voran meine geliebte Strecke in Knutstorp. Die Runde war schon ganz okay. Geht noch ein bisschen schneller sicherlich, aber so für den Anfang können wir es mal so stehen lassen. Die ersten beiden Sektoren bestätigen, dass es noch schneller geht. Oh, 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 oh! Und wieder ins gleiche Heck. Der arme Dallenbach. Nicht Dallenbach, lass mich lügen. Struck hieß er oder sowas in der Richtung. Stark, Stuck, nicht Stuck. Werden wir gleich noch finden, den Namen. Dallenbach ist ja der mit dem rot-weißen Salin, nicht mit der Tic-Tac-Lackierung. Ah, nee, ich dachte gerade an den Schubeck. Komisch. Das ist doch der Dallenbach. Oder? Doch, Dallenbach. Mist. Dann ist der Schubeck der mit dem rot-weißen Salin und der Dallenbach fährt die Tic-Tac-Lackierung. Irgendwann kriege ich es noch rein. Immerhin Strang und Kriebel, die kenne ich noch, die beiden Korvetten. Und natürlich unsere gute Dakota, die ist mir natürlich auch im Hirn. Auch der Herr Pilourget. Aua! Du Klappspaten! Musste das sein? Bin auch so schon langsam genug momentan. Diesmal haben wir den Dallenbach nicht abgeschossen, er hat sich aber mit seinem Teamkollegen da oder Markenkollegen angelegt. Innen durch. Wunderbar. Wir sind schon 16. nach 7 Runden. Wir waren am Ende von Runde 1 20. und haben es jetzt in 6 Runden gerade mal geschafft, 3,5 Leute zu überholen. Ist schon peinlich. Deswegen sage ich ja. Die 105%, die passen schon ganz gut, weil die Strecke ist nicht sonderlich breit. Das erinnert mich vom Format so ein bisschen an Catwheel Park, den wir zuletzt im Project Cars hatten.
Oh, zwei sehr unruhige Autos vor uns. Einen haben wir kassiert. Ich glaube, den Bremspunkt hatten wir mit unserem Volvo damals in der schwedischen Turmwagenmeisterschaft nicht so gut bekommen. Da sind wir, glaube ich, ein paar Mal geradeaus gesegelt, wenn mich nicht allzu viel täuscht. Was macht denn der Matic hier vorne? Hallo? Matic auf der 11. Position? So ganz knapp hinter den Punkten. Okay, die Punkte gibt es nur bis 8. Trotzdem. Nicht gut, nicht gut. Scheiße. Jetzt sind wir wieder 19. Ein kleiner Verbremser. Na. Sowas. Aber wir sind ja noch sehr früh im Rennen. Wir haben jetzt gerade mal 10 Runden hinter uns. Von ungefähr 120. Leichter Verbremser, wie man gesehen hat. Die Rauchschwaden ließen dies zumindest verahnen, genau. Ahnen war das Wort, was ich suchte. Erahnen. So, jetzt haben wir es. Sprachzentrum ist bestimmt irgendwo noch an Bord. Guter erster Sektor. Schlechter zweiter Sektor. Ja, verhältnismäßig schlecht, also 1,5 Zehntel, die wir hier verloren haben. Ist jetzt nicht so tragisch. Neue persönliche Bestzeit, aber ihr seht es, nicht mehr absolute Bestzeit, das heißt, die KI war schon schneller. Und dabei war diese Runde jetzt schon schneller als im Training. Naja. Herr Dallenbach, hatten wir das Vergnügen nicht heute schon mal? Ich finde die Strecke cool. Also irgendwie diese schwedischen Strecken, die haben was. Dadurch, dass sie so kurz sind. Neue persönliche Bestzeit. Ne. Ja. Und nochmal. Ich weiß, das Asphaltband ist dieses schwarze oder dunkelgraue Ding da. Und auf dem muss man bleiben. Ich weiß es doch. Es ist nur manchmal nicht so einfach.
Passt. Das wird nix. Ah, doch, der Lister macht Platz. Oder auch nicht. Hm. Diesmal war ich nicht am Auffahrunfall. Sondern der Matic. Der war's. Jetzt schon? Ah ja, ist okay. Will ungefähr Runde 30 will ich rein. Und passt das jetzt. Innen, außen, innen, außen, innen. Den wollte ich eigentlich nicht mehr mitnehmen, den er. Ach, sag ich, den Königsegg CCGTRX. Nee. Wie heißt das Ding? CCGT, das war doch noch nicht alles. Wie hieß denn das Teil? Oder doch nur CCGT? Ja. Ihr wisst schon, den Königsegg halt. Wieso bremst er denn? Warum bremst du denn mitten auf der Strecke, auf der Ideallinie? Da waren noch 100 Meter bis zum Bremspunkt. Heraus. Hier ein Aero-Problem ist übrigens ziemlich fies. Hatte ich im Training. Das ist von der Fahrbarkeit her absolut unterirdisch. Hat sich der Kriebel... Ei, da fliegen die Teile aber ganz schön gut heute. Hat sich der Kriebel mit irgendwem angelegt. Dakota! Dakota! So, du bist jetzt also der Schubeck, ja? Der Weiß-Rote. Fünf Punkte vor Dakota und wir wären Meister. Weil es wäre natürlich schöner, die Meisterschale auf der Schleife entgegenzunehmen, ne? Fahren wir nicht hin drauf, Dakota. Ups, leichte Berührung hier mit dem Schubeck. Na, was heißt leicht? Ich bin dem bei Tempo 150 bis 200 irgendwie ins Heck gerauscht. Bremsenderweise. Ja, wer von euch beiden ist jetzt eigentlich der Schubeck?
Rempel. Konnte ich nicht lesen, war zu schnell. Irgendwie habe ich immer noch keinen Platz gewonnen. Was ist hier kaputt? Leute, lasst mich doch mal durch. Die Rundenzeiten sind momentan im Keller. Und seit 3-4 Runden versuchen wir hier an irgendeinem Salin vorbeizukommen und die lassen uns aber nicht. Oh, Salin gegen Salin! Ich war unschuldig, ihr habt es genau gesehen. Okay, das vor uns ist der Christiansson. Der war ja lange Zeit in Tabellenzweiter. Aus dem Windschatten heraus. Passt, 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 passt. Ja, der Piranger lässt sich gerade aufhalten vor zwei Matex. Also einem Teamkollegen und einem anderen. Deswegen sind die Rundenzeiten auch so langsam. Weil da vorne eben zwei Matex rumdümpeln. Und in 5 Runden müssen wir schon rein. Oh Mann! Unschuldig. Passt, alles gut. Ah! Was war denn das? Affe, du wirst überrundet, du brauchst mir nicht vor die Karre zu ziehen, du! Hier ein loses Stück etwas. Naja, Race 07 KI kennen wir, brauchen wir uns nicht drüber aufregen. Ist trotzdem zumeist relativ viel Fun mit den Jungs zu fahren. 13 Sekunden vor uns ist der Führende. Ich weiß gerade nicht, wer es ist. Dakota ist es auf jeden Fall nicht. Piccini, Andrea. Die Reifen haben wahrlich bessere Zeiten gesehen. 65 vorne links, 68 hinten rechts. Ist nicht mehr viel Gummi übrig. Aber wir brauchen ja noch 2 Runden, dann sind wir auf dem Weg in die Box. Und dann fahren wir wieder ganz ans Ende des Feldes zurück. Guckt euch an, die gesamte Schlange, das gesamte Feld dicht beisammen, weil sie von Matex aufgehalten werden. Und an denen dürfen wir wieder vorbei nach unserem Boxenstopp. Wir haben uns jetzt von der 24 auf die 2 vorgearbeitet. Und das wird alles hinfällig sein in ungefähr 1,5 Minuten.
Na super. Da freue ich mir ja ein Loch im Bauch, du. Au! Mist! Kröte! Pit, pit, pit! Selbst ohne Verkehr fahre ich 2,5 Sekunden langsamer. Das auf unserer schnellsten Runde. Gut, die Reifen sind abgefahren. Die Konzentration lässt gerade nach. Jetzt schon, ich weiß. Noch nicht mal 23 Minuten. Naja. Oh, der Sprit, der hat aber gerade so gepasst. 3,5 Liter noch. Oh, Kriebel sieht nicht so gut aus. Wo will ich denn hin? Ah, jetzt habe ich zu viel nach Kriebel geguckt und bin deswegen zu weit gefahren. Ja, der Kriebel hat sich ordentlich mit dem Matic angelegt. Die sehen beide nicht mehr wirklich taufrisch aus. Da ist nicht mehr viel dran an dem Auto. Vorne fehlt alles, hinten fehlt die komplette Achse. Und der Matic, der sieht so aus, als sei er ihm hinten drauf geschossen. Ja. Schneller, Junge, schneller, bevor die Meute wieder vorbeikommt. Dann haben wir nämlich eine Runde Rückstand. Ich meine, wir haben jetzt schon eine Runde Rückstand. Oh, gib Gas. Oh, oh, das wird knapp. Wir sind vorne geblieben. Wir sind zwar nur 15. und müssen wieder am gesamten Feld vorbei, aber immerhin müssen wir uns nicht durch diese Herrscher von Fahrzeugen zurückrunden. Das wäre echt brutal geworden. Sondern wir haben jetzt freie Fahrt und können aufholen, wieder nach vorne. Und wieder einmal erinnert sich das Spiel nicht daran, dass wir letzte Runde erst drin waren. Ah, nicht gut. Ich glaube, das war gerade Dakota, die jetzt in Führung liegt. Der Ausritt war nicht gut. Den hätten wir nicht unbedingt benötigt. Wir können uns das Leben eben auch sehr gut selber schwer machen. Das schaffen wir immer wieder.
Ja, unsauber, ich weiß. Ich versuche ja schon wieder auf dem Asphaltband zu bleiben. Na, Dakota, wirst du eingebremst? Tja. Nix da. Bin gerade auf einer schnellen Runde. Ja, und hab alles wieder verloren im letzten Sektor, weil ich an Dakota vorbei musste. Map, map. Was? Der Matic hier liegt gerade vor mir? Auf der 13. Position? Am Hintern? Ups. Ich weiß, ich wollte sauberer fahren, aber irgendwie klappt's nicht so ganz. Nicht schon wieder! So ein Bockmist. Jetzt habe ich mich zweimal in dieser Kurve rausgehauen. Da hatte ich massig Zeit verloren. Und das ist völlig grundlos. Es war keiner hinter mir her. Das Auto ist nicht defekt. Und trotzdem sind wir da zweimal ausgeritten. Allzu früh ans Gas. Ui, da steht einer etwas ungut. Vielleicht hat er sich etwas irritieren lassen dadurch, dass ich so eine Dreiviertel Pirouette gedreht habe. Letzte Runde. Vorletzte Runde. Letzten Sektor haben wir gerade noch ein bisschen Zeit gut machen können. Oh, schlechter erster Sektor. Au. Ah. Zu spät eingelenkt, zu früh ans Gas. 4 Zehntel verloren. Und wir sind schneller als Dakota, das finde ich gut. Wir haben ja schließlich beide das gleiche Strafgewicht an Bord. Und wir sind beide auf den ersten beiden Positionen in der Tabelle. Zwischen uns wird die Meisterschaft entschieden. Davon gehe ich momentan aus. Nicht aus Gras, wo ist Body? Ah. Der Code hat eine ganze Runde Vorsprung momentan. Mindestens eine. Oh, oh! Das sah nicht gut aus, Dakota. Dads. Voll im Teamkollegen hin rein. Fahr doch zu, die Kurve ist zu Ende, du Arsch! Sorry. Ich wollte mich ja nicht über die KI aufregen.
Der Code hatte wirklich nur eine Runde Vorsprung. Das war weniger, als ich erwartet habe. Sie wurde natürlich am Anfang extrem aufgehalten. Im hinteren Teil des Feldes. Ah, Mist. Sorry, wollte dich nicht anschieben, Red Devil. Ich wollte dich immer noch nicht anschieben. Ich hab rollen lassen. Ich war extrem langsam durch die Schikane. Ist eh einer, der überrundet ist. Oder? Müsste. Wir haben übrigens einen leichten Aufhängungs- oder Aero-Schaden, wie ich unten rechts sehe. Und das war gerade knapp. Irgendwer ist aus der Box geschlichen. Ich kann es mir nach wie vor nicht. Dallenbach oder wie hieß der andere? Schubeck? Nicht Dallenbach. Schubeck oder... Wie hieß denn jetzt der andere gerade? Ach, Christensen. Christiansson. Der kommt ja hier aus der Gegend, aus Schweden. Welcher von den beiden ist das jetzt? Schubeck oder Christiansson? Egal, der kam auf jeden Fall aus der Box geschlichen und vor mir gingen sie alle in die Eisen. Ich konnte das Auto gerade noch zusammenhalten, ohne dem R8 hinten rauf zu rauschen. Das war schon knapp. Danke. Ich wollte dem Matek nicht drauf rauschen und dafür werde ich von hinten attackiert. Danke. Wenn ihr euch fragt, warum ich so langsam gefahren bin, um keine Verwarnung wegen Abkürzens zu erhalten, weil das kann da relativ schnell passieren da draußen. Das war übrigens die alte Streckenführung, die bis 2004 Bestand hatte. Das war die ehemalige erste Kurve. Wir sind wieder auf P3, 18 Sekunden vor uns der zweite, aber es kann noch so vieles passieren. In Rutzkogen hätten wir eigentlich auch gewinnen müssen, hätte wäre wenn. Es hat nicht funktioniert, wir sind nur Zweiter geworden, weil wir uns aufhalten haben lassen, zu viel Bowling gespielt haben oder Crash Derby oder was auch immer und damit sind wir an Dakota vorbei. Oder auch nicht, sie ist direkt neben uns, ich höre ihr Backfire noch. Naja, jetzt habe ich die Kurve. Weil ich sie zu weit außen angefahren habe, um ihr innen Platz zu lassen, verpasst, aber wir sind vorne. Das ist gut, das ist gut. Jetzt schon wieder. Dabei habe ich dann noch 12 Runden. Oh! Hey, komm zurück, Mädel! Ah. Ja, jetzt will sie es wissen, die gute Frau Richards.
ich muss aufhören, übers Gras zu räubern. Das kostet alles nur Zeit. Die setzt sich ganz schön gut ab jetzt. Ich wollte eigentlich vor Dakota Richards ins Ziel kommen, um die Meisterschaft schon in trockene Tücher zu werfen, zu legen, zu hegen. Aber so wird das nix. Ah! Wobei, wir brauchen ja mindestens 5 Punkte, dann kann sie gewinnen, wie sie möchte. Moin, Dakota. Ja, du hast die Innenbahn, ich weiß, gutes Mädel. Ist sie wieder. Kann es aber nicht nutzen. Doch, jetzt wieder. Nein. Jetzt ist sie innen. Ah, und ich komme viel zu weit raus, dadurch, dass ich hier Platz gelassen habe. So ein Mist, aber wir waren ganz kurz in Führung. Ja, das war gerade cool. Geh doch mit deinem R8 da weg, da hinten, Mensch. Du hast doch hier nichts zu melden. Nein! Nicht einschlagen, nicht einschlagen. Oh. Dritter Fahrfehler in dieser ollen Kurve. Achtung. Fahrt doch vielleicht ein bisschen abseits der Ecken. Wir sind immerhin noch Zweiter und wir haben nur 16 Sekunden verloren auf Dakota. Nach dieser Runde machen wir übrigens erstmal Schicht im Schacht für heute. Ist das schon wieder deprimierend. Wir könnten so locker in Führung liegen, wenn wir nicht die ganze Zeit irgendwelchen Leuten drauf fahren würden. Ach, die mit ihren Bremspunkten. Ich krieg's manchmal nicht auf die Kette. Wie die bremsen, warum die so früh bremsen. Ja, wenn wir da in dieser letzten Kurve nicht schon dreimal das Auto komplett weggeworfen hätten. Immerhin, wir haben uns noch nicht so viel beschädigt, außer durch die Auffahrunfälle. So wie diesen gerade. So, ich glaube, das war's jetzt für Teil 1 in Falkenberg. Es ist noch alles offen. Wenn das Auto durchhält, wir nicht zu viel Scheiße bauen, das Ding nicht wieder in den nächsten 50 Minuten wegwerfen, also so richtig wegwerfen, so richtig in die Wand setzen und aus Fini, könnten wir Dakota nochmal einholen. Dann könnte es nochmal richtig spannend werden, weil dieses Manöver gerade von Kurve 1 bis 4, 5 war schon richtig geil. Das hat richtig Laune gemacht und ich hoffe, so läuft es dann morgen auch weiter. Ja, spannendes Rennen auf jeden Fall, weil eine einfach unpassende Strecke für solche Fahrzeuge. Viel zu klein, viel zu eng, trotzdem sehr, sehr unterhaltsam. Ich finde diese Kombination einfach immer wieder genial. Eine winzige Strecke für verdammt schnelle Autos, das hat irgendwie einen gewissen Charme. Von mir war es das dann für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Video, euer Swoddy.